Frohes neues Jahr, meine Lieben. Es ist so schön, mal wieder ein Video aufnehmen zu können, denn ich würde so gerne aktuell einfach Videos für Sims aufnehmen oder auch gerne Sims 4 streamen. Doch, ja, was soll ich sagen? Es bestehen sehr viele Probleme aktuell mit meinem Spielstand und ich vermisse auch mittlerweile richtig meine Sims. Aber was soll ich sagen? Ich habe gerade ein richtiges Sims 4 Burnout. Was folgen oder was mich jetzt zu folgenden Problemen bringt, denn ich weiß nicht, wie ich die Let's Plays zukünftig weiter aufnehmen soll. Und vielleicht hat irgendeiner von euch noch irgendeinen Hoffnungsschimmer für mich, damit wir die Serien der beiden Let's Plays in irgendeiner Form noch retten können. Denn zum Beispiel, es fängt damit an, ich kriege mein Reshade aktuell nicht mehr ins Game. Es heißt permanent, fehlt, 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 fehlt. Ich saß mittlerweile jetzt mit 5 Leuten gemeinschaftlich da dran. Und wir kriegen mein Reshade nicht zum Laufen. Das ist das Erste, was mir schon im Moment meinen eigenen Spielspaß so ein bisschen nimmt, weil ich mein Reshade nicht wieder reinbekomme. Aktuell habe ich jetzt erstmal meine Mods natürlich aus, wie sich das gehört. Ich habe die Chase-Dateien mittlerweile geleert. Ich habe das Spiel mittlerweile repariert. Habe ganz, ganz viel dafür auch getan. Im Moment mein größtes Problem sind Grundstücke aus der Galerie oder aber auch meine eigenen Grundstücke. Wenn ich diese platzieren möchte, habe ich entweder einen Ladebalken des Todes. Oder aber, wenn ich es dann noch mal ein bisschen umsetzen möchte, habe ich einen Ladebalken des Todes. Oder aber, kurz danach, nachdem ich das Grundstück dann endlich platziert habe, stürzt das Spiel kommentarlos ab. Also ohne großartige Vorankündigung. Und ich weiß halt einfach nicht, was ich mittlerweile noch machen soll. Denn ich hatte eigentlich für Weihnachten dieses wunderschöne Grundstück für euch gebaut. Weil ich weiß, viele von euch sind genau wie ich ein kleiner Harry Potter-Fan. Und ihr seht gerade im Moment, es lädt und lädt und lädt. Wenn wir Glück haben, wird es gleich platziert. Wenn ich Pech habe, nicht. Warten wir mal. Weil ihr seht ja gerade, na? Ich habe ja jetzt gerade auf möbliert geklickt. Und ihr seht ja, die ganzen Möbel sind gar nicht erst mitgekommen. So, und das ist zum Beispiel eins meiner Probleme. Mal klappt das nicht. Ich wechsle jetzt nochmal in den Live-Modus mittlerweile zurück. Ich glaube, wir wechseln jetzt mal eben den Spielstand, meine Süßen, weil ihr seht ja, ich habe es gerade möbliert, wie gesagt, platziert. Und ja, es ist nicht da. Es hat nicht mal die Altmöbel von dem Grundstück wegplaniert. Also ihr seht ja, die stehen hier immer noch. Nun gehen wir einmal zurück zum Hauptmenü, ungespeichert. So, und ihr seht ja jetzt gerade anhand dieses langen Ladebalkens, ich komme gerade nicht mal zurück ins Hauptmenü. Und ich weiß nicht, wie soll ich im Moment so irgendwelche Aufnahmen auch machen? Wie soll ich so im Moment in irgendeiner Form spielen, wenn ich nicht weiß, kommen meine Sims da an, wo sie hinreisen? Komme ich dahin, wo ich hinreisen will? Ich meine mal, ich würde mich ja in jeder Aufnahme nur noch aufregen. Ich meine mal, ich hätte dann wahrscheinlich eine 30-Minuten-Folge rein nur im Firebells Moment. Und ich möchte gerne aufnehmen. Es macht mir so viel Spaß, eure YouTube-Kommentare zu lesen, auch wenn ich immer ziemlich faul bin, die ganzen dann zu herzen und zu beantworten, aber ich verschlinge jeden Kommentar von euch. Ich liebe es, die Videos hochzuladen. Und so viele tolle Menschen habe ich schon auf der gemeinsamen Sims-4-Reise irgendwo getroffen. Sims bedeutet für mich irgendwo Leidenschaft und Liebe, so wie viel für viele andere, die Let's Plays natürlich auch gucken. Doch, ja, ihr seht ja gerade, es gestaltet sich schon schwierig, nur ins Hauptmenü zu kommen. Und es kann doch nicht sein, dass ich jedes Mal jetzt über den Taskmanager ein Spiel beenden muss. Ihr seht ja, wie es gerade lädt und lädt und lädt.
Die Musik läuft im Hintergrund nonstop weiter. Jetzt habt ihr gerade gehört, dass die Musik auch flüssig läuft. Aber was soll ich denn machen? Wie soll ich denn so aufnehmen? Für mich war jetzt das Schlimmste, ich bin sogar diesen Schritt gegangen, habe mein Sims 4-Spiel vorher noch gesichert und auch die Spielstände gesichert. Ich habe es dann deinstalliert und neu installiert. Nachdem ich dann alles wieder reingepackt habe in den Ordner, kam ich an nichts mehr aus meiner Bibliothek ran. Meine ganzen geliebten Sims, mit denen ich irgendwas verbinde, wie zum Beispiel Teenager Rainer, weg. Meine beiden privaten Sims, Brooke und Luna, beide weg. Logan, weg. Matthew, weg. Alle Hunde, die erstellt worden sind, weg. Alle Grundstücke, die ich gebaut habe und die noch nicht hochgeladen waren in der Bibliothek, weg. Die ganzen Locations gerade, die Hochzeitslocation, alles nicht mehr da, weit, weit weg. Und ich muss euch sagen, das hat mich so deprimiert. Ich habe diese Aufnahme jetzt das sechste Mal gestartet, weil entweder breche ich total in Tränen aus, weil mich das so wütend macht. Ich habe hier Games auf dem Rechner, die kosten 50 Euro, wenn ich sie kaufe, die wunderbar laufen. Und EA, ein Game, in das man mittlerweile über 1000 Euro, wenn man alles zusammenrechnet, reinstecke, funktioniert nicht. Und da frage ich mich langsam, was soll denn das? Ich meine mal, mittlerweile habe ich für mich eine Größe erreicht, wo ich dachte, ich würde sie auf YouTube niemals erreichen. Wir haben jetzt 743 Abonnenten. Gestern waren es noch 745. Und ich kann ja verstehen, dass Leute dann den Deabonnier-Button drücken, weil natürlich ja nichts kommt. Warum soll ich jemanden abonnieren, wo nichts kommt? Verstehe ich ja total. Aber was soll ich machen? Ich kann ja jetzt nicht noch bis März warten, bis sie eventuell mein Problem dann behoben haben. Sie haben ja jetzt einen Patch rausgebracht, der hat mir aber nicht viel gebracht, nicht viel geholfen. So, ich habe mich mittlerweile auch schon an den Support gewandt, ob die mir in irgendeiner Form helfen können. Dort wurde gesagt, jetzt ja, schalten Sie die Mods ab. Sie wissen, Mods machen Probleme. Ja, damit ist mir jetzt aber auch nicht geholfen. Ihr seht ja, am Anfang dieser Einstellung hatte ich euch ja gezeigt, die Mods sind derzeit aus. Sie sind ja nicht mal an. Und wie soll ich so ein Spiel spielen, was nicht funktioniert? Und ich weiß halt einfach nicht mehr weiter. Und vielleicht hat irgendeiner von euch noch eine Idee, was ich machen kann. Ich habe mittlerweile die Chase-Dateien repariert. Ich habe es als Administrator ausgeführt. Ich habe das Spiel repariert. Chase ist alles gelöscht. Ich habe das Spiel mittlerweile deinstalliert und wieder neu installiert, wodurch meine ganzen geliebten Sims und Grundstücke verschwunden sind. Was mir am meisten dahinter wehtut und warum ich mich auch gerade nicht wieder aufgerafft kriege, es nochmal zu spielen. Ich habe das schon mal gehabt nach dem Nachhaltig-Leben-Pack, wo meine Supergeneration kaputt ging und weg war und ich wollte es dann nochmal unbedingt schaffen, so viele Generationen zu spielen und war jetzt auf einem guten Weg und jedes Mal, wenn ich bei der dritten Generation ankomme, kommt im Moment irgendein Sims 4-Update, was es mir unmöglich macht, weiterzukommen. Und für mich fühlt sich's gerade im Moment immer wieder so an. Wir fangen an und müssen dann irgendwo unterbrochen werden. Viele haben gar keine Zeit mehr, oder YouTuber sind ja auch dazwischen, die gerade gar keine Zeit mehr haben aufzunehmen. Beruflich, privat, wie auch immer. Hier sitzt jemand, der möchte. Ich möchte gerne aufnehmen für euch. Ich möchte mir die Zeit nehmen, weil es mir Spaß macht, gemeinsam mit euch zu interagieren und kann es einfach nicht. Und vielleicht hat irgendeiner von euch jetzt noch eine Lösung für mich, weil ihr seht ja, das Video geht jetzt, glaube ich, fast 10 Minuten. Seit 10 Minuten versuchen wir ins Hauptmenü zurückzukommen. Und es geht nicht. Es geht einfach nicht. Und das habe ich teilweise bei Reisen auch. Oder das Spiel geht einfach aus. Und ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Leute, bitte, bitte, wenn irgendjemand von euch weiß, wie wir es wieder hinkriegen, sagt es mir. Oder stampfen wir jetzt beide Let's Plays ein und
gucken, dass wir ein neues zusammen zum Starten kriegen. Ich weiß einfach nicht mehr, was ich machen soll, meine Lieben. Bitte, bitte. Wenn irgendeiner von euch noch eine Idee hat, an die ich vielleicht nicht gedacht habe, schreibt mir bei Discord, schreibt mir bei Insta, schreibt es mir in die Kommentare. Aber bitte steht das irgendwie jetzt gemeinsam mit mir durch und hilft mir, eine Lösung zu finden, einen Kompromiss zu finden, womit wir die Möglichkeit haben, zumindest wieder die Spielstände auf YouTube zu machen. Ich wünsche euch jetzt an dieser Stelle trotzdem erstmal einen wundervollen Tag. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Bleibt gesund und feier im Herzen.